Am letzten Wochenende boten die Neuwieder Rhein- und Goethe-Anlagen Musik und Unterhaltung zum letzten verkaufsoffenen Sonntag. Beim Musikpicknick setzten die Veranstalter das Neuwieder Aktionsforum und das Amt für Stadtmarketing musikalisch auf die Schammer Abbas Band. Zweiter Publikumsmagnet war die Ausstellung der Old- und Youngtimer auf dem Luisenplatz. Die Neuwied Classics ist jetzt eigentlich in Kooperation mit der Stadt Neuwied, die angefangen hat mit diesem Jazzfrühstück in den Goethe-Anlagen. Und dann in Verbindung mit der Foodrally, die samstags stattfindet, kam dann halt die Idee auf, sonntags dann dieses Oldtimer-Treffen zu machen, gleichzeitig verbunden mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Und der Hintergedanke ist natürlich, den Leuten ein bisschen die automobile Kultur wieder näher zu bringen. Einige Teilnehmer der Foodrally waren über Nacht in Neuwied geblieben und stellten am Sonntag ihre Schätzchen zur Schau. Die alten Karosserien und der blitzende Chrom führten zu großem Staunen. Viele der Besitzer beantworteten den neugierigen Interessierten gerne ihre Fragen. Die alten Autos haben halt auch den Vorteil, dass man, wenn man ein bisschen Ahnung vom Auto hat, auch selber ein bisschen dran schrauben kann. Ein neues Auto kann man heute nur noch in die Werkstatt geben wegen der vielen Elektronik. Und wir Oldtimer-Freunde denken auch, dass die neuen Autos durch diese Elektronik wahrscheinlich nie so alt werden können, weil in 20 Jahren gibt es da kein Update mehr. Die sind einfach schön. Jedes Auto hat eine Geschichte, jedes Auto sieht eigentlich anders aus. Die heutigen Fahrzeuge kann man oft gar nicht mehr voneinander unterscheiden, ob es ein Opel oder ein Ford oder egal was für eine Marke, die sind alle gleich. Und die alten Fahrzeuge sehen alle anders aus. Ja, und die Oldtimer-Freunde, die mögen einfach auch schon den Geruch vom alten Auto. Ja? Wenn die starten, es riecht anders nach Benzin und es ist auch ein anderes Fahren.